Dieses Mal geht es wieder um einen Billigschlafsack und was der kann, ja, das schauen wir uns gemeinsam an. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rosser vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Und ja, das ist wieder so ein typischer Amazon-Schlafsack, Hypeak oder wie der heißt. Das ist der TR300 oder so irgendwie. Ja, TR300, da steht es drauf. Und ja, ein Kunststoff-Schlafsack, günstig bei Amazon, unter Anführungszeichen günstig. Ich weiß nicht, wo der Preis aktuell liegt. Links findest du unten. Ich habe diesen Schlafsack Dezember 2017 gekauft und seitdem sehr häufig im Einsatz gehabt. Bei kälteren Temperaturen, aber auch jetzt im Sommer. Und jetzt haben wir gedacht, wir sprechen einfach einmal drüber, was er kann. Und ja, ich zeige ihn dir jetzt mal im Detail. Ja, da ist er nun, dieser Schlafsack. Und wie du siehst, ist der, ja, V-förmig gemacht. Im Fußbereich ist er etwas schmäler. Hier oben ist er doch relativ breit, wirklich sehr, sehr breit, muss ich sagen. Aber dazu kommen wir noch. Kunststoffschlafsack, natürlich made in China und auch von einem chinesischen Produzenten gemacht, mit einem Wärmekragen. Und ja, den kann man auch einstellen. Wo ist es da genau? Den kann man auch ein bisschen enger ziehen. Das heißt, man kann den wirklich sehr schön den Hals, sage ich jetzt mal so, platzieren. Dann einen Bereich, der auch für den Kopf gedacht ist. Auch den kann man ein bisschen fester anziehen. Ja, den kann man auch kleiner machen. Ich bin mit dem nicht ganz warm geworden, weil ich eben diese richtigen Mumien-Schlafsäcke, wo wirklich nur der Kopf rausschaut, gewohnt bin. Aber das ist Gewöhnungssache und das heißt nicht, dass dieses System hier schlecht ist. Es ist einfach nur Gewöhnungssache und was einem besser liegt. Aber man muss eins gleich dazu sagen, dieser Wärmekragen, der bringt einiges. Dann da innen drinnen, das habe ich aber nie wirklich genutzt. Da wäre nochmal die Möglichkeit, ein Telefon oder einen Schlüssel oder sowas unterzubringen. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich gescheit ist, weil wenn du dir das anschaust, das ist nur mit dieser Tasche ist nur mit einem Glätt, so einem kleinen Glätt gesichert. Also das fällt dann wieder raus, da kann ich es mir gleich in den Fußteil reingeben, so wie ich das immer mache. So, jetzt komme ich einmal zu den schlechten Dingen, ja, und das ist etwas, was mir immer am Wecker gegangen ist, und wie gesagt, ich bin jedes Wochenende draußen, gell, also das ist nicht so, dass ich den manchmal so einsetze, einmal im Jahr, was total in Ordnung ist, ja, aber dann ein Urteil, negatives Urteil gebe, also ich habe den wirklich sehr intensiv im Einsatz gehabt, jetzt das letzte halbe Jahr, ist auch schon ein bisschen dreckig, ich musste ihn schon einmal waschen, das ging ganz, ganz einfach. Aber wo das Problem liegt, ist nochmal dieser Reißverschluss. Und zwar, da bei diesem Reißverschluss ist innen, und das ist ja auch gut gemacht, noch einmal eine Überlappung gegeben. Das heißt, du machst den Reißverschluss außen zu und innen drinnen ist noch einmal ein Steg, damit der Reißverschluss ja nicht 1:1 auf der Haut liegt, beziehungsweise damit es nicht direkt reinzieht. Und das ist ja auch ganz nett. Aber jetzt ist es halt so, ich bin der Praktiker, ich bin draußen und jetzt muss ich mitten in der Nacht, sagen wir um 2 oder 3 austreten gehen. Dann machst du da auf, ja, das geht ja eigentlich ganz gut und dann passiert einmal Folgendes. Du ziehst auf, bunk, und dann geht das hier unten auf. Schau mal, das kann man aushängen. Das mag jetzt der eine oder die andere gut finden, ich hasse das, ich kann das nicht leiden, weil das Problem jetzt das ist, das musst du, das passiert mir immer, ich mache auf und ist so, kannst du sagen, Rainer, du bist ein Dummkopf, ist total okay, aber dann muss ich in der Nacht das wieder einfädeln und das dauert. Und dann passiert Folgendes und das ist wirklich, das ist der Horror. Das hier, das verzwickt, das zwickt da rein, also das klemmt sich auch für die deutschen Zuseher, weil einige beschweren sich immer wieder, dass ich österreichische Ausdrücke verwende, die keiner versteht. Das klemmt dann, also es zwickt sich hier ein und dann muss man da wieder aufmachen und dann habe ich schon gefressen, wie man sagt. Also ich habe genug, es reicht mir dann, ja, ich habe die Nase voll. Ja genau, jetzt zum Beispiel, jetzt zwickt es wieder. Und ja, das ist einfach fürchterlich, du kriegst das nicht richtig zu. Das finde ich extrem unangenehm. Von der Verarbeitung her darf man sich natürlich auch nicht erwarten, dass das ein Top-Produkt ist bei dem Preis. Ich meine, wie gesagt, Link findest du unten, schau dir das an. Es stehen immer wieder Fäden ab und ja, ist ganz einfach so. Das Material innen drinnen ist relativ angenehm, ich finde das okay, aber, und das ist schon ein echter Nachteil, es nimmt den Geruch extrem an. Das heißt, wenn du da drinnen schwitzt, was auch passieren kann, abhängig von der Außentemperatur, fängt das ins Mirteln an. Das bedeutet auf Deutsch ins Miefen, unangenehm riechen an. Ja? Mirteln auf Österreichisch, ja? Damit man etwas zwischen den deutschsprachigen Bereichen austauschen an Wörtern, ist ja immer wieder ganz lustig.
Lange Rede, kurzer Sinn. Insgesamt ist dieser Schlafsack auf jeden Fall okay. Ich würde den zum Beispiel meinen Kindern kaufen, wenn die auf Sommerlager fahren, im Sommer. Ja, da ist der teilweise vielleicht sogar ein bisschen zu warm. Aber da ist der absolut in Ordnung, da ist er auch okay. Und ist auch gut waschbar. Wie gesagt, ich habe ihn einmal gewaschen, da ist zum Beispiel schon wieder Schmutz drinnen. Das geht relativ gut raus. Ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, dass er weniger, dass er schlechter dämmt oder so. Er ist auch ganz gut gemacht. Wenn man hin und wieder draußen ist zum Bushcraften, zum Campen, absolut in Ordnung, vom Budget her auch okay, auch fair. Ich habe schon Schlafsäcke gesehen, die teurer waren und weniger konnten, ja, muss ich auch dazu sagen. Aber natürlich, ja, kann jetzt nicht in der High-End-Stufe mitwirken, das geht ganz einfach nicht. Also wie gesagt, Campen, Kinder, Jugendliche, hin und wieder mal rausgehen oder auf diese Festivals, die jetzt momentan so in sind, alles absolut top und ja. Das glaube ich war es dazu. Eines noch, der hintere Bereich, also der Unterbereich des Schlafsacks, ne, so liegt man ja dann drinnen, der soll laut Angaben von Amazon etwas verstärkt sein oder vom Hersteller ein bisschen verstärkt sein. Also dann ist das vielleicht im Millimeterbereich oder im Mikrometerbereich, so wollte ich sagen, weil ich spüre das überhaupt nicht und weil auch, ich weiß nicht, ob es jetzt noch in der Produktbeschreibung steht, dass der wasserdicht ist. Natürlich absoluter Blödsinn. Klar, diese äußere Kunststoffhülle, da geht natürlich nicht das Wasser gleich durch, Kondenswasser in der Früh beim Wiese, nimmt er aber auf, das ist eh ganz klar, es kommt aber nicht gleich bis ganz durch. Insgesamt ein solides Produkt zu einem vernünftigen Preis aus, sonst rede ich noch 5 Minuten. Das war's. Ich mag dir um einen Kommentar bitten. Kennst du diesen Schlafsack? Erzähl uns dazu, was, wenn du das weißt. Teil deine Erfahrungen, das wäre nett. Mag dir um einen Daumen nach oben oder nach unten bitten. Ja, ganz, ganz klar. Unten der Link zum Produkt. Aber wenn du das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst. Dein Rainer Rossmann. Bis bald. Ciao.